Hallo zusammen, ich bin auch wieder in der Nähe von Valencia unterwegs. Es ist gerade herrliches Abendlicht und hier hinten hat es zwei Stelzenläufe. Waren eigentlich nicht die Motive, die ich gesucht habe, aber man nimmt, was man kriegt. Ich habe jetzt die Sonne im Rücken, dann leuchten die Farben so richtig schön, vor allem das Blau des Wassers. Ist wirklich toll. Das einzige Problem ist, sie stehen relativ nahe am Ufer. Das heißt, wenn ich jetzt, normalerweise habe ich ja gerne eine wirklich flache Perspektive, aber wenn ich hier ganz tief runtergehe, dann habe ich das Problem, dass ich die Küste noch im Bild habe. Und ich finde das nicht so schön in den meisten Fällen. Deshalb bin ich jetzt etwas höher gegangen mit der Perspektive. In diesem Fall war der Bohnensack nicht genug. Selbst aufgestellt war der immer noch zu flach. Ich habe jetzt hier mein Knie genommen, das hat sich recht gut geeignet. Ich kann hier die Höhe praktisch bestellen. Ansonsten eignet sich auch der Fotorucksack sehr gut als größerer Bohnensack. Und ja, mal schauen, was es noch gibt. Da wir eben noch Abendlicht haben, mittlerweile etwas diffus, ist relativ viel Licht da. Also ich bin jetzt mit dem ISO auf 400, das ist bei der R5 ein sehr guter Wert. Denn der Dynamikumfang ist bei 100 ISO am höchsten, dann sinkt er. Bei 400 kriegt er noch einmal einen kurzen Peak, anschließend sinkt er wieder. Blende habe ich voll geöffnet. Ich bin mit Konverter unterwegs, das heißt, ich habe eine Offenblende von 5.6 und eine Brennweite von 840 mm. Und auch wenn das relativ nah aussieht, diese Brennweite brauche ich. Und in Verschlusszeit habe ich eine 1600 Sekunde. Ist vielleicht nicht ganz so kurz notwendig, aber wie gesagt, bei 400 ISO habe ich da eh diesen Dynamikumfang-Peak. Deshalb möchte ich mit dem ISO gar nicht auf 200 runter. Und die Stelzenläufer, manchmal sind sie so gnädig und bewegen sich etwas, dann bin ich auch froh um die etwas kürzere Verschlusszeit. Und es gibt dann auch immer noch die kleine Hoffnung, sage ich einmal, dass sie abfliegen. Ich möchte sie natürlich nicht verscheuchen, aber passiert hat, dass die wegfliegen, entweder durch andere Leute oder vielleicht interessieren sie sich gerade für etwas anderes. Und mit einer 1600 Sekunde wären auch da noch scharfe Aufnahmen möglich. Ja, und ich habe gerade gesagt, dass ich natürlich sie gerne erwischen würde, wenn sie wegfliegen. Hier kann ich nur empfehlen, ein bisschen auf die Zeichen zu achten, die Vögel geben, die Verhaltensweisen. Ich bin jetzt noch kein Experte bei Stelzenläufern, aber was bei sehr vielen Vögeln auffällig ist, wenn sie so ein bisschen den Kopf immer wieder heben, je nachdem sogar noch die Flügel spreizen oder so etwas oder sich schütteln. Also achtet auf solche Verhaltensweisen, macht euch dann bereit. Nehmt vielleicht gar nicht zu viel Brennweite, wenn ihr sie schon fast vom Artfüllen drauf habt und dann beginnen sie auf einmal die Flügel zu strecken, dann sind sie nicht mehr ganz drauf. Also wenn ihr ahnt, dass Action kommt, wie gesagt, lieber eine kürzere Verschlusszeit als sonst nötig einstellen und ein wenig weniger Brennweite haben. Lieber noch etwas kroppen müssen als abgeschnittene Flügel, ist zumindest meine Meinung. Und wenn ich Vögel auf einer größeren offenen Wasserfläche fotografiere, habe ich gerne wirklich ein bisschen Sonne, denn die Farben leuchten mehr im Gefieder, gerade beim Abendlicht, und das Blau des Hintergrunds, also das Blau des Wassers, das hat man auch nur wirklich, wenn es Schönwetter ist. Sobald die Sonne irgendwie hinten verschwindet und ihr ein paar Wolken im Himmel habt, dann wirkt das eher weißlich und nicht mehr so schön, meiner Meinung nach. Und auch Wind ist hier eher negativ, denn dann habt ihr stärkere Wellen im Bild, die verursachen Kontraste, man hat keine schöne Spiegelung mehr und so weiter. Also wirklich das letzte Abendlicht an einem windstillen Tag ist hierfür perfekt geeignet. Über hinten, das was man da sieht, denn das weiße Hinterteil, das ist tatsächlich kein Schwan, auch wenn es ein bisschen so aussieht, das sind Flamingos. Die kommen in Südeuropa an einigen Orten vor. Eben Spanien, Portugal, ganz typisch auch Südfrankreich, die Camargue. Ganz typisch für die Flamingos ist das rosarote Gefieder und diese Färbung kommt durch Beta-Carotinoide, also Vitamin A, das sie über die Nahrung aufnehmen. Im Fall von den Flamingos sind das kleine Krebse, und ich glaube andere Schalentiere können das auch enthalten. Und das ist aber nur bei den Altvögeln der Fall, also darum die Jungvögel, die ihr hier seht, nicht so, dass sie die falsche Nahrung fressen würden. Das ist einfach so, dass
die das noch nicht ins Graphite einbauen oder nur in die unteren Federn. Man sieht das teilweise, wenn sie sich putzen, dass das schon dort schon versteckt ist. Heute versuche ich Schwalben zu fotografieren. Das sind Rauchschwalben, die hier rumfliegen. Es ist bedecktes Wetter, das ist für Flugaufnahmen gut, denn ich kann in alle Richtungen fotografieren. Es ist trotzdem hell genug, denn ich brauche eine sehr kurze Verschlusszeit. Ich bin jetzt bei einer 2000stel oder ja, einer 2000stel Sekunde. Noch kürzer wäre vermutlich besser. Und dieser hohe Standard ist relativ gut, denn so kann ich leicht von oben nach unten fotografieren. Und habe als Hintergrund die braunen Felder oder grünen Bäume und nicht nur den langweiligen, einfarbigen Himmel. Autofokustechnisch sind fliegende Schwalben eine echte Herausforderung für die Kamera. Ich versuche ein bisschen vorzufokussieren, in dem Bereich, in dem ich sie ungefähr fotografieren möchte. Anschließend habe ich den Augenautofokus eingestellt. Bei älteren Kameras würde ich den Zonenautofokus empfehlen oder den Autofokus mit Erweiterung. Und dann das Serienbild einstellen, dranbleiben und hoffen, dass irgendwann eine scharfe Aufnahme gibt. Die Schwalben fliegen zwar immer noch herum, aber das Licht ist jetzt eher etwas dunkel für Flugaufnahmen. Und ich versuche jetzt hier noch durch diese, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, Steppe, Savanne, Steinlandschaft. Es ist sehr divers hier habitatsmäßig. Also wir haben einzelne freistehende Kiefern, ein bisschen Graslandschaft, dann Boden, der kaum Vegetation hat. Und eben diese Felsen im Hintergrund. Und ich versuche jetzt mal nach Singvögeln weiterhin Ausschau zu halten. Oder was auch immer mir vor die Linse fliegt. Wiedehopf habe ich hier auch schon gesehen. Wäre natürlich ein Traum auf diesen Felsen. Allgemein alles auf diesen Felsen würde sehr schön ausschauen, ästhetisch. So ganz oben mit ein paar kleinen Gräsern und Blümchen links und rechts davon. Ja, mal schauen. Ist ein bisschen eine andere Art der Fotografie. Einfach rumlaufen und schauen, was sich ergibt. Es hat einiges hier. Es ist nicht ganz einfach. Ein Problem, das ich hier sehe, sind auch verwilderte Hauskatzen. Die ich möchte nicht wissen, wie viele Vögel schon auf dem Gewissen haben. Dann gibt es noch einen Sittich, eine Art, die ich in Valencia noch nie gesehen habe und jetzt hier ein bisschen südlich von Valencia schon, scheint ein Gefangenschaftsflüchtling zu sein. Und ja, das ist halt ein allgemeines Problem. Tiere, die in die Natur freigelassen werden, sei es, weil Leute sie nicht mehr als Haustier haben möchten oder weil sie schlichtweg entwischen. Sobald sie sich einmal, wenn das Klima passt und das ist leider durch den Klimawandel immer häufiger der Fall. Dann können sie sich etablieren und ausbreiten und dann bringt man sie praktisch nicht mehr weg. Das ist einfach so. Ja, ich mache mich jetzt primär noch auf die Suche nach nicht-invasiven Vogelarten. Wenn ich noch was finde, seht ihr diese gleich eingeblendet. Guten Morgen, ich bin gerade wieder auf dem Weg zur Lagune, bei der ich schon vorgestern Abend fotografiert habe. Etwas spät dran, die Sonne ist gleich am Aufgehen. Ich habe allerdings ein paar Schleierwolken am Horizont, die verschaffen mir noch etwas mehr Zeit.
Und ja, heute werde ich mich eher zwischen der Lagune und der Düne und dem Meer aufhalten, so im Dünenbereich, und hoffe, dass ich ein paar Singvögel beobachten und fotografieren kann. Mal schauen, ob das klappt. Ja, ich war wie gesagt schon mittlerweile dutzende Male hier am Fotografieren, allerdings immer am Abend. Und zwar, weil für die Lagune selbst das Licht dort einfach etwas besser ist, weil ich auch nicht so früh aufstehen wollte. Und wieso bin ich jetzt heute trotzdem am Morgen gekommen? Nun, ich dachte mir, erstens war das letzte Mal am Abend schon sehr viel los mit den Leuten. Gewisse Vögel stört das fast gar nicht, aber andere, naja, die verstecken sich dann schon eher etwas oder sind auf der anderen Seite vom Seeufer, oder die Singvögel kommen nicht mehr raus und singen. Generell hätte ich auch erhofft, mal schauen, ob das noch wird. Jetzt ist es noch sehr still, aber ich hätte mir erhofft, dass die Singvögel bei Sonnenaufgang etwas aktiver sind als am Abend. Und dann ein weiterer Faktor ist noch der Wind. Häufig ist es zumindest hier am Abend etwas windiger, und die Singvögel, die hört man selber einfach besser, wenn es keinen Wind hat, und deren Aktivität ist auch höher, wenn es windstill ist. Denn dann lohnt es sich für diese ja mehr irgendwie, ja, das Revier abzustecken oder für die Weibchen um die Weibchen zu werben. Denn wenn der Wind sie übertönt, dann lohnt es sich irgendwann auch nicht mehr, zum da überhaupt rauskommen und diesen Aufwand betreiben. Ja, glücklicherweise sind die Samtkopf-Grasmücken-Männchen doch noch erwacht und haben sich teilweise ganz schön auf ganz oben auf die Büsche positioniert und dort gesungen. War wunderschön zum Beobachten und natürlich auch fotografieren. Ja, ich muss auch sagen, zum Glück ist das Wetter etwas, ja, bewölkt, oder es hat ein paar Schleierwolken, denn ja, eine Stunde nach Sonnenaufgang ist das Licht halt schon nicht mehr so schön, und jetzt war es wirklich eigentlich perfekt. Es hat weiche Farben gegeben, genug Licht da, aber keine harten Kontraste. Und ich werde jetzt bei der Lagune noch schnell vorbeischauen, ob ich dort noch, ich weiß nicht, Stelzenläufer wieder fotografieren kann oder sonst etwas. Falls nicht, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Abonniert doch den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, viel Spaß beim selber fotografieren. Oder falls ihr nicht selber fotografieren möchtet und lieber noch ein weiteres YouTube-Video schauen, dann kann ich euch auf jeden Fall dieses hier empfehlen, indem ich euch meine, ja, in meinen Augen wichtigsten 8 Tipps zur Vogelfotografie weitergebe. Viel Spaß bei was auch immer. Ciao!